machen weiter. Ja, nachdem wir die Tagung jetzt sozusagen gleich in medias res mit der Diskussion ausgewählter Aspekte aktueller migrationspolitischer Entwicklungen in Deutschland begonnen haben, wollen wir jetzt zum Abschluss des heutigen Abends nochmal quasi einen Schritt zurücktreten und uns dem Thema der Tagung aus einer etwas globaleren bzw. grundlegenderen Sicht zuwenden. Der Titel unserer Einheit lautet: Die Bedeutung der Menschenrechte für Europa, warum wir nicht hinter die uns selbst gesetzten Standards zurück wollen. So banal dieses Thema in den Ohren mancher auch klingen mag, so angebracht scheint es nichtsdestotrotz gleichzeitig angesichts der globalen Konjunkturlage zu sein. Weltweit lässt sich so eine Anfechtung, Zweckentfremdung und Marginalisierung grundlegender Menschenrechtsstandards beobachten. Und vor diesem Hintergrund scheint die Frage durchaus berechtigt, welche Rolle die Menschenrechte in Europa in der Migrationspolitik einnehmen und einnehmen sollten und wie gegebenenfalls zu einer Stärkung derselben beigetragen werden kann. Ich freue mich nun sehr, zur Diskussion dieser Fragen zwei ausgewiesene Expertinnen auf dem Gebiet begrüßen zu dürfen. Einerseits haben wir Herrn Professor Heiner Bielefeld zu Gast. Die meisten von Ihnen kennen ihn bereits. Herr Bielefeld ist Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, unter anderem mit den Schwerpunkten Theorie und Praxis der Menschenrechte, politische Ideengeschichte, Rechtsphilosophie sowie Religions- und Weltanschauungsfreiheit. In der Praxis ist er ebenso zu Hause wie in der Wissenschaft. Von 2010 bis 2016 war Herr Bielefeld UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit sowie von 2003 bis 2009 Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Herr Bielefeld wird gleich in seinem Vortrag dem Thema Bedeutung der Menschenrechte aus einer etwas grundlegenderen Perspektive nachgehen und uns eben seine Überlegungen zur aktuellen Rolle und Bedeutung der Menschenrechte für Europa sowie Möglichkeiten ihrer Stärkung vorstellen. Außerdem darf ich ganz herzlich Frau Professor Nora Markert begrüßen, die ich in dieser Runde eigentlich auch nicht weiter vorstellen muss. Ich tue es natürlich trotzdem. Frau Markert ist Juniorprofessorin für Völkerrecht, öffentliches Recht und Global Constitutionalism an der Universität Hamburg, unter anderem mit den Schwerpunkten Migrationsverwaltungsrecht, internationales Flüchtlingsrecht, Menschenrechte und internationales Strafrecht. Zuvor war sie als Mitarbeiterin am Sonderforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel der Universität Bremen tätig. In ihrem Vortrag wird sich Frau Markert dem Thema unserer Einheit aus einer spezifischen migrationspolitisch bzw. rechtlichen Perspektive annehmen und der Bedeutung und Rolle der Menschenrechte in diesem Themenfeld nachspüren. Noch kurz zum Ablauf der Einheit. Wir hören jetzt wie schon vorher zwei 30-minütige Vorträge und gehen dann anschließend in die Diskussion mit dem Plenum. Und wir fangen jetzt an mit dem Vortrag von Herrn Bielefeld. Herr Professor Bielefeld, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Jüngling. Der europäische Einigungsprozess wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Wenn diese Beobachtung gelegentlich Überraschung auslöst und vielleicht bei manchen irgendwelche Rechnereien im Kopf, zeigt das nur, wie eng wir Europa, das politisch verfasste Europa, mit der EU assoziieren und wie sehr wir den Europarat schon so an den Rand unserer öffentlichen Wahrnehmung abgedrängt haben. Denn der Europarat wird 70. Am 5. Mai 1949 gegründet, damals von 10 Staaten, heute 47 Staaten, halb Asien bis Vladivostok ist mit drin, also nicht nur Westeuropa, Mittel- und Mittelosteuropa, nein, nicht nur Deutschland, Großbritannien, Frankreich, auch Türkei, Aserbaidschan, Armenien, Ukraine und Russland. Das ist das große Europa. Und für die Menschenrechte hochrelevant, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte des Europarats ist mit großem Abstand der stärkste
und erfolgreichste regionale Menschenrechtsgerichtshof in der Welt. Ein Leuchtturm mit enormer Strahlkraft. Jetzt muss man sagen, in Deutschland strahlt er nicht so hell. In Deutschland strahlt er nicht so hell, da hat man den Eindruck, Straßburg ist irgendwo im Schatten von Karlsruhe. Ne? Stört so ein bisschen vielleicht sogar, ne? Stört, bisschen lästig. Aber wenn man sich dann mal etwas weiter nach Osten bewegt, kann das ja anders sein. Also ich erinnere mich etwa an Gespräche mit NGOs in Moldawien, der Republik Moldau. Na, und dann irgendwann kam das Thema auf Gerichtsbarkeit. Meine Frage, wie klappt das denn hier bei euch mit den Gerichten? Natürlich eine Frage von abgrundtiefer Naivität. Also dementsprechend ne, Hohngelächter. Und jemand sagte, naja, die Gerichte sind die Fortsetzung der Mafia mit anderen Mitteln. Außer Straßburg. Ja? Also tatsächlich der einzige Gerichtshof, die einzige gerichtliche Instanz, in die diese Menschen, NGOs, in Moldawien Vertrauen investierten, Straßburg. Also das, was für Deutschland irgendwie fast wie so ein überflüssiger Blinddarm ne, hinter Karlsruhe wirken mag, ist aus anderen Perspektiven Europas in der Tat von riesengroßer Bedeutung. Der EGMR ist eine Quelle der Hoffnung für Inhaftierte in der Türkei und für zivilgesellschaftliche Organisationen in Russland. Vor wenigen Tagen gab es einen öffentlichen Brandbrief sozusagen in der Süddeutschen Zeitung, haben wahrscheinlich einige gelesen, eines russischen Bürgerrechtlers, der also appellierte, bitte, 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 setzt euch dafür ein, dass Russland im Europarat bleibt, denn das kann passieren, dass Russland dieses Jahr aus dem Europarat ausscheidet. Also da eine Krise, erstaunlich wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Man ist manchmal ein bisschen ratlos auch, erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Nun, EU-Europa, jetzt springe ich also auf die EU, EU-Europa, steht, wenn es, vor allem wenn es um die Menschenrechte geht, im weiteren Rahmen des Europarats, das heißt vor allem der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. All dies ist ja ausdrücklich anerkannt, auch nochmal befestigt worden im Lissabonner Vertrag, der sich in Artikel 2 zu Menschenrechten, Demokratie, Rechtsstaat, Menschenwürde bekennt und in Artikel 6 das Ziel formuliert, ist immer noch nicht eingelöst, die EU als Ganze möge auch der EMRK beitreten. Warum betone ich das? Ich möchte eine systematische Botschaft formulieren, die eigentlich nicht aufregend ist, aber in unseren Zeiten zu Gehör gebracht werden muss. Nicht hier. Ne, nicht hier. Europa weist über sich hinaus. Europa weist über sich hinaus, das heißt auch EU-Europa hat in seinen Gründungsverträgen den Verweis auf den Europarat. Und die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats verweist auf die UNO, ist auch im Wording ganz nah an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO. EU-Europa verweist auf den Europarat, der Europarat verweist auf die Vereinten Nationen. Europa weist über sich hinaus. Europäische Werte sind keine Exklusivwerte für Europäer. Und ja, das ist wichtig in unseren Zeiten, wo man manchmal den Eindruck hat, der einzige gemeinsame Nenner der EU-Politik bezieht sich auf die Außengrenzen. Also eine EU, die sich politisch primär von den Außengrenzen her definiert, hätte ihren Geist aufgegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist dann kein Europa der Menschenrechte mehr. Nun, Grenzen. Also Grenzen verschwinden nicht, auch nicht unter dem Anspruch der Menschenrechte, auch nicht unter dem Anspruch dieses universalen Charakters der Menschenrechte. Grenzen verschwinden nicht einfach, aber wenn man die Menschenrechte ernst nimmt, wenn man den Universalismus ernst nimmt, verändern sie ihren Charakter. Sie verlieren ihren hermetischen Charakter, und zwar nach beiden Seiten hin. Also ganz selbstverständlich
Einspruch von außen im Namen der Menschenrechte ist Einmischung von außen. Einspruch von außen, Einmischung in innere Angelegenheit, nicht nur legitim, er ist notwendig. Also auch zum Beispiel der gerichtlich formulierte Einspruch. Und dann die andere Blickrichtung, die Blickrichtung auch auf das außerhalb der eigenen Grenzen, der eigenen Staatsgrenzen, aber auch der EU-Außengrenzen, auf das Jenseits der Außengrenzen, Verantwortung für das, was da stattfindet. Und das wird immer wichtiger, das Letztere wird auch immer wichtiger. Europa ist ein Friedensprojekt nicht nur nach innen, Europa ist auch ein Friedensprojekt nach außen. In einer Zeit, wo Multilateralismus insgesamt unter Druck kommt, der Multilateralismus, den Europa oft mit Schmerzen, mit Mühen innen praktiziert, nach innen praktiziert, ist ein Stück weit ein Modell auch nach außen. Europa ist notwendig als Friedensprojekt auch nach außen. Dies beißt sich aber, oder dies reibt sich an einer um sich greifenden Politik der Engherzigkeit, wo dann neue Grenzen hochgezogen werden, physische Grenzen, juristische Grenzen, symbolische Grenzen, Leitkultur, ne, und so weiter. Grenzen hochgezogen werden. Eine Politik der Engherzigkeit, die den Blick, und zwar die Blickrichtungen beidseitig jetzt wieder schwer macht. Das heißt, sogar der Einspruch von außen wird zunehmend abgewiesen. Der Einspruch von außen in Gestalt etwa des EGMR. Die Schweiz hat Ende des Jahres ein Referendum durchgeführt unter dem Motto Schweizer Recht statt fremde Richter. Das ist Gott sei Dank klar gescheitert. Aber, naja, hat erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Das hat ja kaum einer wahrgenommen. Ja? Also wäre das durchgekommen, und man weiß ja, manchmal gehen da Dinge durch, ne, bei diesen Referenden, die man nicht für möglich hält, hätte das für den Europarat und für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine fundamentale Krise ausgelöst. Es ist relativ klar gescheitert. Der österreichische Innenminister Kickl, jetzt gerade in diesen Tagen, erklärt die EMRK irgendwie für so eine Art Auslaufmodell. Da muss man nichts mehr drum geben. Und überhaupt hat sich das Recht nach der Politik zu richten. Ja? Die Brexit-Kampagne hat neben vielen anderen Lügen auch mit Ressentiments gegenüber dem EGMR gespielt. Da wurde dann immer der Eindruck erweckt, die EGMR ist eine Art EU-Gericht, ne? EU-Gericht, institutionell irgendwie so ein bisschen daneben. Und einige unpopuläre Urteile sollten der Kampagne nochmal wieder so ein bisschen Feuer liefern. Und das hat wohl irgendwie leider auch funktioniert. Ganz zu schweigen von Russland, das ja auch seit Jahren systematisch auf die Schwächung des EGMR ausgerichtet ist. Also wir erleben ein Leuchtturmprojekt für die Welt und Europa hat eine Mission für die Welt. Als Friedensprojekt. Ein Leuchtturmprojekt unter Druck. Wenige regen sich darüber auf. Also ich glaube, da bedarf es noch ganz anderer Anstrengungen. Nicht, dass wir wieder zu spät kommen und dann anfangen zu lamentieren. Okay, also sogar der Einspruch von außen durch ein Gericht löst mittlerweile manchmal also Reaktanzen aus. Jetzt um der umgekehrte Blick. Wie sieht es aus mit der Verantwortung nach außen? Mit der grenzüberschreitenden Verantwortung, ja, die natürlich auch dann nur in Kooperation wahrgenommen werden kann. Die Verantwortung für das Jenseits der Außengrenzen. Und wir wissen, dass Europa, jetzt muss ich wieder sagen, EU-Europa, ich changiere, dass EU-Europa diesbezüglich keinen guten Eindruck macht. Dublin ist zum Symbol geworden für einen Verschiebebahnhof, für organisierte Verantwortungsverweigerung, für systematisierte Solidaritätsverweigerung. Ja, und die Solidarität der EU-Staaten, die sich vor allem dann auf den Außengrenzschutz bezieht, hat eben zur Folge, ja, dass sich ein, durch Vorverlagerung des Grenzschutzes, wir werden das dann bei Frau Markert noch näher hören, ein Raum faktischer Rechtlosigkeit auftut, immer größer wird und der tut sich nicht nur auf, der wird organisiert. Ein Raum faktischer Rechtlosigkeit.
Ja, das ist natürlich in der Tat ein Skandalon für Europa. Politik der Engherzigkeit. Was sind die Ursachen? Ich wünschte, ich hätte einen Schlüssel. Ich habe den Schlüssel nicht. Aber ich möchte trotzdem einen Schlüsselbegriff in die Debatte werfen, der nicht alles erklärt, aber vielleicht einiges erklärt. Ich glaube, diese Politik der Engherzigkeit hängt zusammen mit einer fundamentalen Vertrauenskrise. Ich sehe darin Ausdruck einer komplexen Vertrauenskrise. Und deshalb gilt es dann auch, Vertrauensarbeit zu leisten. Also komplexe Vertrauenskrise, das heißt zum einen schwindendes Vertrauen in öffentliche Institutionen, nicht in Deutschland. Wir haben also relativ hohes Vertrauen in öffentliche Institutionen, aber in vielen Teilen Europas sieht das anders aus. Schwindendes Vertrauen in öffentliche Institutionen, zum Beispiel als Folge endemischer Korruption. Der Zusammenhang zwischen Menschenrechtsverletzungen, zwischen Menschenrechtsproblemen und Korruption kann gar nicht überschätzt werden. Da haben wir von Deutschland her wenig Sensibilität dafür. Wenn man sich anderswo in der Welt umschaut, wird es sehr klar. Der Zusammenhang besteht genau darin, dass Korruption Vertrauen zersetzt. Vertrauen in faires Operieren von Institutionen zersetzt. Möglicherweise den öffentlichen Anspruch von Institutionen zersetzt. Ohne öffentliche Institutionen gibt es keinen öffentlichen Raum, der schließlich keine bloße physische Gegebenheit ist, keine geografische Gegebenheit, sondern eine zivilisatorische Errungenschaft. Ohne öffentlichen Raum gibt es keinen öffentlichen Diskurs. Da schrumpft dann, da wird das Leben eng. Das Leben wird eng. Krise des Vertrauens in öffentliche Institutionen verbindet sich mit Krise in Kommunikation, vor allem in Gesellschaften, in denen politische Lager nicht mehr miteinander reden können. Wir erleben das auch zunehmend. Polarisierungen, man kann nicht mehr miteinander reden. Also das kommunikative Vertrauen schwindet und dann schließlich etwas, was Hannah Arendt nennt Weltvertrauen. Weltvertrauen, das heißt bei Arendt, ja, im Grunde das Vertrauen, dass wir uns verständigen können über bestimmte Fakten, über bestimmte historische Tatsachen, die unsere politische Lebenswelt ausmachen. In dem ihr eigenen Sarkasmus sagt Hannah Arendt, gelogen wird sowieso, also Lüge ist in der Politik normal, ist auch nicht das Problem. Nicht die Lüge ist das Problem, aber ein Problem entsteht da, wenn Menschen auf den Vorwurf der Lüge gar nicht mehr reagieren. Wenn sozusagen die Differenz zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Fakten und Mythen, zwischen Prognosen und Horoskopen sozusagen völlig belanglos zu werden scheint. Wenn auf diese Weise der Common Sense buchstäblich baden geht. Ja? Wir können dann auch nicht mehr miteinander reden, weil miteinander reden ja immer heißt, es gibt ein gemeinsames, ein Etwas, über das man sich verständigen kann. Das sind drei Aspekte. Institutionenvertrauen, kommunikatives Vertrauen und Vertrauen in die Faktizität, die man irgendwie noch greifen kann, aus dem Lügengewebe heraus filtern kann. Weltvertrauen nach Hannah Arendt. Drei Aspekte, die einander bedingen, die einander in vielfältiger Weise heraussetzen. Und das ist vielleicht die Vertrauenskrise, die im Moment unser Leben so eng werden lässt. Vertrauen wird immer auf Vorschuss gegeben. Also Vertrauen, man spricht auch von Vertrauenskredit. Also eine Metapher, die, wie ich finde, ziemlich viel sagt. Vertrauen wird auf Kredit gegeben und ehrlich gesagt, man muss es außerdem noch schenken. Da muss man immer eine Menge auch Vertrauen schenken. Aber dieser Vorschuss, dieser Kredit, dieses Geschenk des Vertrauens impliziert eine gewisse Risikobereitschaft, die leichter fällt, wenn man erlebt, dass auch andere bereit sind, Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu investieren, Vertrauenskredite einzuräumen. Und wo das nicht erfahren wird, sinkt die Bereitschaft, Vertrauen zu schenken. Also das Gefährliche von Vertrauenskrisen, wie wir sie im Moment erleben, auch gerade in der multilateralen Politik, in den multilateralen Institutionen, das Gefährliche besteht darin, dass diesen Vertrauenskrisen eine Tendenz der Selbstbeschleunigung innewohnt.
Wenn man erlebt, auch andere investieren da nicht mehr, dann zerbröselt das ganze System. Und in diesem Sinne zerbröseln auch die Perspektiven. Also die Ordnung, die auch der Politik ein Stück weit eine Richtung geben kann, auch den langen Atem geben kann. Politik wird kurzatmig, engstirnig, engherzig. Das Ergebnis ist der Rückzug hinter eigene Grenzen und das genau ist das, was wir erleben. Selbst politische Akteure, die programmatisch jedenfalls auf grenzüberschreitende Kooperation, auf Multilateralismus setzen, warten im Moment erstmal ab. Das ist gerade so diese, glaube ich, die Stimmung, die wir empfinden. Diese Vertrauenskrise, die wir erleben, nicht nur in Europa, aber auch in Europa, auch in den europäischen Institutionen, auch in der europäischen Menschenrechtspolitik, könnte die Kehrseite sein eines lange gehegten Irrglaubens in die Irreversibilität bestimmter institutioneller Weichenstellungen. Also sozusagen die Weichenstellung für Europa, ein für alle Mal, Adenauer, de Gaulle und wie sie alle heißen, ein für alle Mal gemacht und damit wird der Geschichte eine Richtung vorgegeben, die im Prinzip, so dachte man bis vor wenigen Jahren, irreversibel ist. Da dachte man wirklich, irreversibel. Ja? Und vielleicht ist es die bittere Lektion, die wir dort lernen, dass auch das letzte Echo traditioneller Fortschrittsnarrative verklingt. Die großen Fortschrittsnarrative, naja, wonach die Geschichte selber Garant sei, einer positiven Entwicklung, die haben natürlich im 20. Jahrhundert schon ihre Glaubwürdigkeit ganz und gar aufgegeben. Aber die Vorstellung, dass man wenigstens durch Institutionen, in denen ja, Interessen und Werte ineinander verwoben werden, der Geschichte eine Richtung geben könnte. Ich glaube, diese Vorstellung hat uns bis vor kurzem getragen. Ja? Deshalb die Rede von der Irreversibilität oder aus dem Munde unserer Kanzlerin alternativlos, hat sie lange nicht mehr gesagt. Ne? Aber ich glaube, das war tatsächlich eine Vorstellung. Es gibt doch keine vernünftige Alternative zu Europa, zum Euro, zur UNO, zur WTO. Und seit dem Brexit-Schock wissen wir, nichts ist irreversibel. Kein Wahnsinn kann nicht plötzlich wahr werden. Nichts ist alternativlos und vielleicht hat auch die Rede von der Alternativlosigkeit die giftigen Alternativen mit auf den Plan gerufen. Und jetzt geht es darum, aus diesem Befund Konsequenzen zu ziehen. Und die Konsequenz heißt, Europa ist kein Selbstläufer, aber auch die Menschenrechtspolitik ist kein Selbstläufer. Institutionen sind wichtig, aber Institutionen sind nicht self-executing und es reicht nicht, sie professionell, anständig zu administrieren. Ich glaube, das ist die Erfahrung. Europa kann nur gedeihen mit breiter Ownership, Aktivbürgerschaft. Und auch Menschenrechte, dasselbe gilt für die Menschenrechte, bei allen Fortschritten der Positivierung, der Institutionalisierung, sie sind kein Selbstläufer, sie brauchen politisches Engagement. Lange Zeit war in der Menschenrechts-Community, hieß es, die Zeit des Standard-Setting sei vorbei, jetzt geht es nur um Implementierung, nichts ist da, ne? Nichts ist vorbei, es gibt keine Phase, die wir irgendwie abhaken können. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch ganz grundlegend sein, immer wieder ein Stück weit auch bereit sein, von vorne anzufangen. Also für die Menschenrechtsarbeit heißt es, Menschenrechtsarbeit muss sehr viel politischer werden. Also um Menschenrechte gilt es politisch zu kämpfen und zwar nicht nur um ihre Verweigerung in der Praxis, auch gegen eine neuerdings immer mehr um sich greifende Vernebelung ihres Geltungsanspruchs. Also man soll ja akademische Literatur nicht allzu ernst nehmen oder allzu wichtig nehmen, aber manchmal hat sie ja doch eine gewisse Indizwirkung. Es gibt geradezu eine Welle hyperkritischer Literatur, ja, kritisch ist ein nettes Wort, ne? Also aggressiver Literatur gegen Human Rightism. Human Rightism, das Wort muss man erst noch lernen, ne? Die Menschenrechtsideologie, die Hybris, der Turmbau von Babel,
und so weiter wird da beschworen. Human Rightism. Eine regelrechte Welle von Literatur, die den Universalismus als verlogen entlarven will. Ja, und man weiß gar nicht, kommt das von rechts, kommt das von links? Manchmal schwer einzuordnen. Also Menschenrechte, die Krise der Institutionen zieht nach sich auch eine Orientierungskrise, auch eine geistige Krise. Und deshalb gilt es, nochmal sehr elementar zu werden, sehr politisch zu werden. Und das heißt, auch bei den Menschenrechten, ja, den einfachen Kern immer wieder herauszustellen. Denn, naja, alles Wichtige im Leben ist kompliziert und einfach zugleich. Ne? Und Menschenrechte sind sehr wichtig, Menschenrechte sind sehr elementar. Wenn man es genau wissen will, in den Details stecken die Teufel. Ne? The devil is in the detail. Aber die Kernbotschaft ist von buchstäblich ergreifender Schlichtheit und lässt sich zusammenfassen in die Formel gleiche Würde, gleiche Freiheit aller. Und wenn man das durchbuchstabiert, kommt man in Schwierigkeiten. Da merkt man, das ist ziemlich subversiv, aber man kann sich auch in Widersprüche verheddern. Da wird es kompliziert, da muss man auch intellektuell investieren. Aber die Kernbotschaft ist von ergreifender Schlichtheit und sie findet auch Resonanz oder kann Resonanz finden quer zu unterschiedlichen Räumen. Und ich glaube, es wird wichtig sein, gerade auch für diejenigen, die professionell in diesen Bereichen unterwegs sind, zwar die Komplikationen, die Detailarbeit weiterhin zu betreiben, aber zugleich sehr elementar werden. Also das heißt, auch die großen plakativen Überschriften zu bedienen und die nicht im Kleingedruckten zu versenken. Also eine einfache Botschaft, gleiche Freiheit, gleiche Würde. Und dieser Respekt vor der Würde und vor der gleichen Freiheit der Menschen ist Voraussetzung jeder Politik, ist Voraussetzung, ist die Prämisse jeden sinnvollen Miteinanderredens, ist the non-negotiable precondition of meaningful negotiations, Voraussetzung jeder Politik, Voraussetzung jeder sinnvollen Demokratie. Wir erleben das ja auch in Europa im Moment, dass der Demokratiebegriff auf einmal wieder sehr zweideutig wird, dass Demokratie zur Karikatur ihrer selbst zu verkommen droht, wenn sie die Menschenrechte und die sie stützenden Institutionen populistisch zertrümmert, wenn es dann auf den Durchmarsch der jeweiligen Mehrheiten hinausläuft und der Raum des demokratischen Diskurses zu schrumpfen droht oder identitätspolitisch zu kollabieren droht. Ja, wir erleben ja im Moment auch an Karl Schmitt erinnernde Formeln von der illiberalen Demokratie, die nicht nur in Ungarn, sondern für Europa sozusagen als Alternative propagiert wird. Keine Demokratie, keine sinnvolle Demokratie ohne Menschenrechte. Also kein Rechtsstaat ohne Menschenrechte. Auch die Rechtsstaatssemantik wird trivialisiert. Da muss man nur auf den Innenminister hören, Bundesinnenminister meine ich. Wenn er vom Rechtsstaat redet, meint man, man hört eigentlich nur Law and Order. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Dabei ist doch Rechtsstaatlichkeit dadurch definiert, dass der Staat bei der Durchsetzung des Rechts, bei der notwendigen Durchsetzung des Rechts, sich auch selber bindet an Recht. Und zwar in kontrollierbarer, transparenter Weise. Und nicht an irgendein Recht, nicht an irgendeine Formalie, sondern vor allem an das grundlegende Recht. Und nichts ist grundlegender als die Menschenrechte. Und nichts ist innerhalb der Menschenrechte grundlegender als Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen. Ohne dies gibt es keinen Rechtsfrieden, ohne dies gibt es keine Demokratie, keinen Rechtsstaat, keinen Multilateralismus. Europa hat sich selbst unter diese Verpflichtung gestellt. Und das kann man eben nachlesen im Lissabonner Vertrag. Deshalb ist Europa gegründet worden. Deshalb ist der Europarat zunächst gegründet worden. Nach den Verwüstungen der Weltkriege, nach den Gräueln des Nationalsozialismus, nach dem Holocaust, auch die Auschwitz-Befreiung jährt sich ja an diesem Wochenende. Ich bin sogar in 2 Minuten fertig. Ja. Ja. Europa hat sich unter diesen Anspruch gestellt. Und in Rückbesinnung auf diese Verpflichtung, auf diese Selbstverpflichtung, kann es uns dann hoffentlich gelingen, muss es uns gelingen, die Abwärtsspirale, die wir derzeit erleben, die wir derzeit sehen, die Abwärtsspirale angesichts einer um sich greifenden Politik der Engherzigkeit zu stoppen, vielleicht auch umzukehren. Dafür braucht es breite Ownership,
Auch neue Akteure, im Moment Städte sind neue Akteure, ein neuer Akteurstyp auch in der Menschheitspolitik. Religionsgemeinschaften, wir sind hier in der Kirchlichen Akademie, ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial, würde ich mir wünschen. Breite Ownership, Engagement, Leidenschaft, Geduld und Ungeduld zugleich, Frustrationstoleranz, Konfliktbereitschaft, aber vor allem auch die Bereitschaft, dem schwierigen Aufbau und Ausbau multilateraler Menschenrechtsstrukturen Vertrauen zu schenken. Das Vertrauen, das das braucht, in der Hoffnung, dass dann andere nachziehen. Das ist die Mission für Europa. Europa ist nicht Selbstzweck. Europa hat eine Friedensmission für den Rest der Welt auch, weist über sich hinaus. All das bedeutet Risikobereitschaft, aber billiger ist ein Europa der Menschenrechte nicht zu haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bielefeld, für diesen sehr engagierten Vortrag und auch dieses engagierte Plädoyer für die Bedeutung der Menschenrechte. Sie haben klar gesagt, dass Europa eben nicht nur ein Friedensprojekt nach innen, sondern eben nach außen ist und dass dadurch eben auch gewisse menschenrechtliche, die Bedeutung der Menschenrechte nochmal auch ganz anderen, in einem ganz anderen Licht erscheint, mit Blick auf das Thema unserer Tagung, was ja auch nach Möglichkeiten der Stärkung der Menschenrechte fragt. Haben Sie zum einen gesagt, Menschenrechte müssen politischer werden, man muss den Kern der Menschenrechte klarer kommunizieren und es bedarf breiterer Koalition neuer Akteure in der Menschenrechtspolitik. Eine Politik der Engherzigkeit haben Sie beobachtet. Wir gehen jetzt zu Frau Markert über, wie das in der Migrationspolitik aussieht. Ja. Wollen wir einmal noch kurz Stoß lüften, bevor alle einschlafen? Wenn ich das anlegen darf. Kann man hier auch gucken? Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier Ihnen einige Gedanken vorzustellen. Mein Auftrag ist es nun, nach Herrn Bielefelds sehr emphatischem, aufrüttelndem Vortrag, das Ganze runterzubrechen auf die Frage der Bedeutung der Menschenrechte im Bereich der Migration. Und ich denke, diese Bedeutung ist sicherlich kaum zu überschätzen. Wie groß der historische Fortschritt war, der mit dem Schutz der Menschenrechte erzeugt wurde, lässt sich sicherlich leicht nachvollziehen, wenn man nochmal zurückgeht in die 1950er Jahre. Hannah Arendt schreibt zum Beispiel, die wurde ja heute Abend auch schon erwähnt, in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: Der Begriff der Menschenrechte brach in dem Augenblick zusammen, wo Menschen sich wirklich nur noch auf sie und auf keine national garantierten Rechte mehr berufen konnten. Sobald alle anderen gesellschaftlichen und politischen Qualitäten verloren waren, entsprang dem bloßen Menschsein keinerlei Recht mehr. Also kein schützenden Heimatstaat im Rücken zu haben, beschreibt sie als Situation totaler Rechtlosigkeit. Und da überrascht es dann vielleicht ein bisschen weniger, wenn man sich das so nochmal anschaut, dass Jeremy Bentham die Menschenrechte einst als Nonsens auf Stelzen bezeichnet hat. Ohne rechtlichen Schutz waren sie in der Tat weniger wert als das Papier, auf dem sie niedergeschrieben waren. Denn für die verfassten Nationalstaaten des 18. Jahrhunderts waren die Menschenrechte über die Volkssouveränität an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Für Außenseiter blieb damit das sogenannte Fremdenrecht, ein sehr schwacher internationaler Mindeststandard. Die Einhaltung war allerdings natürlich nicht den Fremden selbst geschuldet, sondern ihrem Heimatstaat. Und das bedeutete, wenn der Heimatstaat darauf verzichtete, diplomatischen Schutz auszuüben oder wenn die Personen staatenlos waren, dann blieben sie auch rechtlos. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und den darauf folgenden UN-Pakten als verbindlichen Instrumenten versprachen die Staaten dann einander erstmals, auch Fremde in ihren grundlegenden Menschenrechten zu achten. Und diese exklusive, bis dahin exklusive Gemeinschaft der Völkerrechtssubjekte wurde damals ergänzt um die menschliche Rechtsperson, die jetzt eigene internationale Rechte auch gegenüber fremden Staaten geltend machen konnte, und zwar selbst. Damit einher ging sicherlich eine erhebliche Verbesserung
der Rechtsstellung von MigrantInnen und von Staatenlosen. Freilich blieben sie dabei vom Willen des Gaststaates abhängig, seinen internationalen Verpflichtungen auch nachzukommen oder eben von effektiven Möglichkeiten, auf ihn Druck auszuüben. Hierauf wird noch zurückzukommen sein. Der spezifische Schutz von Flüchtlingen entwickelte sich parallel zu diesem allgemeinen, entstehenden allgemeinen Menschenrechtsregime. Auch hier gelangen quasi ein Quantensprung, statt wie bisher nur ad hoc auf spezifische, besonders massive Verfolgungs-, Vertreibungs-, Ausbeugungssituationen zu reagieren, wurde 1951 erstmals ein universell angelegter Flüchtlingsbegriff verabschiedet, mit einer neuen Regelungstechnik kombiniert. Ein einheitlicher Mindeststandard war ja eben 1951 so noch nicht verbindlich. Stattdessen verlangte also die GfK vom Aufenthaltsstaat lediglich eine Angleichung an von ihm bereits eingeführte Rechtsstandards. Also Flüchtlinge waren genauso zu behandeln wie andere Nichtstaatsangehörige in einer vergleichbaren Situation oder meistbegünstigte Nichtstaatsangehörige und so weiter. Die seitdem kodifizierten Menschenrechte haben dementsprechend nicht nur eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Flüchtlingsbegriffs gespielt, sondern sie haben auch die GfK-Rechte, diese immer nur vergleichsweise geschützten Rechte, um zusätzliche Standards erweitert und natürlich ganz essentiell gewähren sie zusätzlichen Refoulementschutz, wenn schwerste Gefahren im Herkunftsland bestehen, aber nicht als Verfolgung anerkannt werden. Ein weiterer Schub für die Menschenrechte von Migrantinnen ist dann in den 70er Jahren erfolgt. Die sogenannten Gastarbeiter kamen zunehmend in die Aufnahmegesellschaften und es wurde deutlich, dass es ihnen an sozialen, wirtschaftlichen, politischen Teilhaberechten fehlte, dass sie gegen Ausbeutung im Aufenthaltsstaat nicht ausreichend geschützt waren. Instrumente zum Schutz von Wanderarbeitnehmern, wie sie völkerrechtlich genannt wurden, entwickelte dann erst der Europarat und die ILO, später auch die UNO. Und hier begannen die Menschenrechte eine weitere Dimension zu entfalten für Migranten und Migrantinnen, nämlich eine teilhaberechtliche Dimension, nicht nur Respect and Protect, sondern auch Fulfill. Und zudem verlangten diese Instrumente in bestimmten Bereichen auch eine Gleichbehandlung mit eigenen Staatsangehörigen und stärkten dadurch die inklusive Funktion der Menschenrechte. Anoushi Farahat hat ausführlich gezeigt, wie sich diese Entwicklung als Element eines Prinzips der progressiven Inklusion von MigrantInnen in den Aufenthaltsstaat lesen lässt. Die bindende Kodifizierung der Menschenrechte machte für MigrantInnen also einen Unterschied ums Ganze. In Europa wäre die Rolle der Menschenrechte für die Migrationspolitik aber sicherlich nur unzureichend erfasst, ohne den EGMR insbesondere genauer in den Blick zu nehmen. Die zentrale Rolle des Gerichtshofs beim Schutz der Menschenrechte von MigrantInnen liegt darin, dass er die staatliche Souveränität über die Grenzen einer menschenrechtlichen Kontrolle unterworfen hat. Insbesondere und schon früh im Bereich des Schutzes der Familieneinheit im Rahmen von Artikel 8 hat er wichtige Impulse gesetzt. Auch innerhalb der Aufnahmegesellschaften hat er deutlich gemacht, dass Statusunterschiede nach Aufenthaltstiteln und nach Staatsangehörigkeit nicht ohne weiteres zu akzeptieren sind, also einer menschenrechtlichen Kontrolle unterworfen sind. Und für Flüchtlinge hat vor allem seine Auslegung des Artikels 3 EMRK eine wichtige Auffangfunktion entfaltet, nämlich als Refoulementverbot. Bisher weigert sich der EGMR auch standhaft, diesen absoluten Schutz zu relativieren oder einzuschränken. Für die Europäische Union sind diese Rechte ebenso verbindlich wie für die Mitgliedstaaten. Sie sind für sämtliche Politiken der Union unmittelbar bindend, als Werte und Ziele der Union, als allgemeine Grundsätze des Unionsrechts. Und das gilt natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitstaaten und natürlich im gemeinsamen europäischen Asylsystem. Hinzugekommen ist die Grundrechtecharta mit einigen Rechten, die teilweise sogar noch über die EMRK hinausgehen. Sie enthält ein Recht auf Asyl, sie enthält Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Unionsbürgerinnen, ein Recht auf ein faires Gerichtsverfahren auch außerhalb von Strafverfahren, also zum Beispiel auch im Asylverfahren. Entsprechend trägt auch der EuGH zum Menschenrechtsschutz für MigrantInnen bei. Verschiedene Agenturen und Stellen sollen die Menschenrechte zusätzlich institutionell absichern. Insofern sind die Menschenrechte Maßstab für alle europäischen Politiken im Bereich Migration und Asyl. Ja, soweit jedenfalls auf dem Papier. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus?
Welche menschenrechtlichen Herausforderungen für die europäische Migrationspolitik bestehen, das untersucht gerade das Gießener Forschungsprojekt REMAP, das auch morgen in einem Workshop vorgestellt ist, wird. Ich bin dort als Expertin assoziiert, um das offenzulegen. Wer also das genauer wissen will, wird morgen informiert. Ich werde hier nur einige Schlaglichter aufrufen können. Zum Beispiel haben echte, wie auch vorgeschobene Sorgen um Integration in den vergangenen Jahren zu erhöhten Anforderungen an den Ehegatten und Familiennachzug geführt, angetrieben durch einen verstärkten Sicherheitsdiskurs, teils auch durch paternalistische Strategien zur Gleichstellung der Geschlechter, im Extremfall mit der Folge einer jahrelangen Trennung. Auch die zunehmend zugespitzte Auseinandersetzung mit dem Islam hat restriktive Maßnahmen mit sich gebracht, die überdurchschnittlich häufig Personen mit Migrationserfahrungen oder Migrationshintergrund treffen, vor allem Frauen. ArbeitsmigrantInnen sind nicht nur in der Prostitution, sondern auch in Pflegeberufen, aber auch in der Landwirtschaft oder Schlachtereien von Ausbeutung betroffen. Teils ist hier bereits von neuen Formen der Sklaverei die Rede. Auch der Schutz von Trafficking-Opfern lässt weiterhin zu wünschen übrig. Und die verstärkten Fluchtbewegungen seit dem sogenannten arabischen Frühling haben nicht nur vielerorts die Aufnahmekapazitäten deutlich überlastet, mit teils offenbar willkommener Abschreckungswirkung, sondern auch zu massiven Verschärfungen im Grenzregime geführt. Menschenrechtliche Fragen stellen sich hier von der Kooperation mit Drittstaaten, Stichwort EU-Türkei-Deal, über Pushbacks an der Grenze, der Ausweitung von administrativer Haft oder Datenschutzfragen, bis hin zu Standards bei der Unterbringung von Geflüchteten, der Sicherheit von Frauen und Mädchen vor Gewalt, dem Schutz der Familieneinheit. Zur Menschenrechtskonformität dieser einzelnen Politiken wäre jeweils viel zu sagen und wir werden natürlich in allen möglichen Foren morgen auch ausführlich darüber diskutieren. Doch mir geht es jetzt heute Abend weniger um diese oft komplexen Einzelfragen als um das große Ganze, also um Trends, um konzeptionelle Entwicklungen. Drohen wir, wie es also jetzt der Titel für den heutigen Abend andeutet, hinter die selbstgesetzten Standards zurückzufallen? Weist die Quantität der aktuellen menschenrechtlichen Baustellen auf eine qualitative Veränderung in der Bedeutung der Menschenrechte für Europa im Bereich Migration hin? Ich möchte im Folgenden zunächst nachzeichnen, welche strategischen Angriffe auf die Menschenrechte im Bereich der Migration in den letzten Jahren zu verzeichnen waren. Und dann werde ich mich im zweiten Schritt den Möglichkeiten und Strategien zu ihrer Stärkung zuwenden. Deutlich zu beobachten war in den vergangenen Jahren eine Diskursverschiebung im Hinblick auf die Rechte von Migrantinnen und Migranten. Diese Diskursverschiebung machte sich in erster Linie an Geflüchteten fest. Sie zeigt aber deutliche Auswirkungen auch für andere Migrantinnen, ebenso wie für Personen, die aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Religion als migrantisch wahrgenommen werden. Das Klima hat sich insbesondere seit 2014-15 sowohl auf der Straße und in den sozialen Medien verschärft, aber auch in den Parlamenten. In Deutschland konnte die AfD an die Erfolge rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien in anderen Mitgliedstaaten anknüpfen. Migration wurde zunehmend erfolgreich als Gefahr für die staatliche Souveränität und die Sicherheit, aber auch für die Leitkultur geframed. Polen zum Beispiel hat sich vor dem EGMR gegen die verbindliche Flüchtlingsaufnahme aus Griechenland und Italien mit dem Argument gewehrt, es drohe eine kulturelle Unterwanderung, die homogene polnische Gesellschaft sei gefährdet. Die italienische Regierung schreckt in neuester Zeit noch nicht mal vor also absurden Gefahrenszenarien zurück, wie die auf dem Rettungsschiff Aquarius zurückgelassene Kleidung der MigrantInnen könnte HIV-infiziert sein. Zur Klimaverschärfung beigetragen hat die zunehmende Gleichsetzung des gesamten Islams mit Sicherheitsgefahren, aber auch die gezielte Darstellung sexualisierter Gewalt als importiertes Phänomen. Rechtsextreme Akteure nutzen die Normalisierungswirkungen, die diese Wahlerfolge erzeugen. Zu ihren symbolischen Provokationen kommen gewalttätige Einschüchterungsmaßnahmen hinzu, auch in Deutschland, oft angetrieben durch die gezielte Verbreitung von sogenannten Fake News. Und auch auf Regierungsebene ist in mehr und mehr europäischen Staaten eine Verhinderungs- und Einschüchterungspolitik gegenüber menschenrechtlichen Akteuren zu beobachten. Sei es durch die faktische Abschaffung verfassungsgerichtlicher Kontrolle oder Einschränkungen der Presse- und Versammlungsfreiheit oder durch die Kriminalisierung zivilgesellschaftlicher Akteure. Auch in Deutschland sind offenbar in Reaktion auf die Erfolge der AfD solche Tendenzen wahrnehmbar.
wenn etwa von einer aggressiven Anti-Abschiebeindustrie die Rede ist. Im Zuge dieser Verschärfung des Klimas gelten die menschenrechtlichen Standards inzwischen nicht mehr unhinterfragt. Wo Politiken, die nicht auf massive Migrationsabwehr setzen, als Herrschaft des Unrechts diffamiert werden, sollen die Menschenrechte der MigrantInnen nichts mehr gelten. Bereits die Diskussion um sogenannte Obergrenzen, Zurückweisung an der Grenze, die ja nicht nur in Deutschland geführt wurden, bereits diese Diskussion ließ erkennen, dass die Menschenrechte einer Politik der unbegrenzten Souveränität untergeordnet werden sollten. Exemplarisch für die offene Infragestellung der Geltung grundlegender, auch menschenrechtlicher Standards kann sicher die provokative Schlagzeile der Wochenzeitung Die Zeit kennen. Sie werden sich erinnern, mit der sie die Diskussion um Seenotrettung im Mittelmeer aufgriff. Oder soll man es lassen? Fragezeichen. Extreme Forderungen, zum Beispiel an der Grenze auf Flüchtlinge zu schießen, ließen in den verschiedenen Mitgliedstaaten nicht lange auf sich warten. Solche Forderungen beziehen sich auch direkt auf die Geltung der Menschenrechte. So denkt ein AfD-Politiker laut über die Abschaffung des Verbots der Todesstrafe nach, um MigrantInnen vor einer undokumentierten Einreise abzuschrecken. Oder Friedrich Merz forderte kürzlich eine offene Diskussion über die Abschaffung des Asylgrundrechts in Artikel 16a Grundgesetz. Manche sagen so, manche sagen so, kann man ja mal offen darüber diskutieren. Währenddessen haben die Mitgliedstaaten längst rechtliche Strategien ergriffen, die an diese diskursiven Verschiebungen anschließen, Strategien, um ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Flüchtlingen zu minimieren. Und konkret lassen sich drei rechtliche Strategien ausmachen. Die erste Strategie ist die der Schaffung rechtsfreier Räume zwischen dem Innen und dem Außen. Herr Bielefeld hat es auch schon angesprochen. Hierhin gehört die Kooperation mit Drittstaaten zwecks Vermeidung des direkten Kontakts mit MigrantInnen an den Außengrenzen. Wenn die Türkei oder Libyen MigrantInnen zurückhalten, Pullbacks, so das Kalkül, üben die EU-Mitgliedstaaten selbst keine direkte Hoheitsgewalt aus. Ergo unterliegen sie auch keiner Menschenrechtsbindung. Hoheitsgewalt bleibt nämlich weiterhin erstmal in erster Linie an das Territorium gekoppelt. Extraterritorial gilt sie nur bei effektiver Kontrolle über eine konkrete Person, die erst durch diese effektive Kontrolle zu einer effektiven Rechtsperson wird. Hierhin gehört aber auch die Konstruktion fiktionaler rechtsfreier Räume hinter der Grenze. Ein Außen im Innen sozusagen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Fiktion der Nicht-Einreise, die mal gefloatet wurde, aber in Frankreich ja schon lange Praxis ist. Aber hierher gehört in gewisser Weise auch der Einsatz von EU-Agenturen an den Außengrenzen. Denn gegen sie ist eine Rechtsdurchsetzung teils kaum möglich. Das gilt nicht nur für Frontex, ein bekanntes Problem, sondern auch der Fall EASO zeigt, wie ineffektiv der EU-Rechtsschutz sein kann. Aber solange die Union nicht der EMRK beitritt, bleibt der Weg zum IGMR versperrt. Die zweite Strategie ist eine der Isolation und des Abbaus von Standards. MigrantInnen, die es in die Mitgliedstaaten geschafft haben, werden in Lagern nahe der Grenze festgehalten, sei es auf griechischen Inseln, sei es in deutschen Ankerzentren. Hier werden Verfahren beschleunigt, Fristen verkürzt, Datenschutzrechte ausgehebelt. Diese räumliche Entfernung zum Staatsgebiet, zum Kern des Staatsgebiets, erschwert nicht nur den Kontakt zur lokalen Zivilbevölkerung und ihren Unterstützungsangeboten, sie beeinträchtigt auch den effektiven Zugang zu Rechtsschutz. Je näher der Grenze, desto geringer die Standards. Das Außen sickert ins Innen ein. Die dritte Strategie ist eine der Kriminalisierung, um die Trennung von Innen und Außen abzusichern. Wer heute Menschenrechte schützt, indem sie Leben rettet, muss inzwischen damit rechnen, als Verbrecherin vor Gericht zu stehen. Wegen illegaler Schleusung, gar wegen organisierter Kriminalität. Auch im Innen wird diese Strategie eingesetzt, um den Zugang zu Recht zu erschweren, wo formal die Rechte bestehen bleiben. Hierher gehören daher die gezielten Angriffe auf zivilgesellschaftliche Akteure und NGOs mit dem Ziel, MenschenrechtsaktivistInnen einzuschüchtern und sie daran zu hindern, wirksam für die Schwachen in der Gesellschaft Partei zu ergreifen. Und dass NGOs inzwischen in Europa ihren Sitz wechseln müssen, ist sicherlich ein deutliches Zeichen dafür. Und auch hier zeigt wieder eine erneute Lektüre von Hannah Arendts Werk zur Zwischenkriegszeit, wie zeitlos dieser Trend ist. Den Zusammenbruch des Asylrechts, so Arendt, markiert
der Moment, als nicht mehr einzelne verfolgte Individuen über die Grenze kamen, sondern ganze Volkssplitter. Die Staaten reagierten damit, Flüchtlinge massenhaft zu Staatenlosen zu machen und sie damit jeglichen Schutzes zu berauben. Ein qualitativer Sprung gegenüber der bloßen Rechtsverletzung, so Arendt weiter. Das Recht auf Leben wird erst in Frage gestellt, wenn die absolute Rechtlosigkeit, und das heißt, dass niemand sich bereit findet, Rechte für diese bestimmte Kategorie von Menschen zu garantieren, eine vollendete Tatsache ist. Wer seine Rechte nicht gegenüber einem Staat einfordern und durchsetzen könne, könne für die Lebenssicherung nur auf Mildtätigkeit hoffen, kenne Bewegungsfreiheit nur als Hasenfreiheit, genieße im Lager Meinungsfreiheit nur als Narrenfreiheit. Sei sinnlos, sagt Arendt, Gleichheit vor dem Gesetz für denjenigen zu verlangen, für den es kein Gesetz gibt. Wer von keinem Staat mehr geschützt werde, sei mit der abstrakten Nacktheit des Nichts als Menschseins in das zurückgefallen, was die politische Theorie den Naturzustand nannte. Welche Folgen ein solcher Zustand nach sich zieht, daran lässt Arendt keine Zweifel. Die Existenz solch einer Kategorie von Menschen birgt für die zivilisierte Welt eine zweifache Gefahr. Ihre Unbezogenheit zur Welt, ihre Weltlosigkeit ist wie eine Aufforderung zum Mord. Insofern der Tod von Menschen, die außerhalb aller weltlichen Bezüge rechtlicher, sozialer und politischer Art stehen, ohne jeden Konsequenzen für die Überlebenden bleibt. Wenn man sie mordet, ist es, als sei niemandem ein Unrecht oder auch nur ein Leid geschehen. Eine solche Extremsituation mag sich noch weit weg anhören, aber sie ist längst vor unserer Haustür, denn wer sich im Mittelmeer auf hoher See befindet, während rettende Schiffe nicht auslaufen dürfen, befindet sich in genau dieser Situation. Er kann sich auf nichts mehr berufen, als das auch ein Mensch sein. Auf die berühmten angeborenen Menschenrechte. Und daraus folgt nichts. Ohne Kontakt zu einem Staat kann er seine Menschenrechte niemandem gegenüber geltend machen. Sie gehen mit ihm unter. Ein legal black hole, ein schwarzes rechtliches Loch, wie es Itamar Mann formuliert hat. Doch das Recht zieht sich nicht nur an der Grenze zum Außen zurück, wie wir gesehen haben, sondern auch im Innen. Im Donner der sich überschlagenden Rhetorik wird die Tragweite dieses Abbaus menschenrechtlicher Standards oft gar nicht rechtlich deutlich. Gegenüber den extremsten Formulierungen wirken die ergriffenen rechtlichen Maßnahmen rasch geradezu vernünftig. Gegenüber Obergrenzen und Schießbefehlen ist die Kritik an Ankerzentren nur noch was für Nerds. Doch auch wo Standards für Einzelne nur relativiert werden, brechen teils Dämme. Und Doppelstandards lassen sich nur schwer begrenzen. So ist es von der Infragestellung des Schutzes für Flüchtende nicht weit zur Infragestellung der Menschenrechte derer, die schon da sind. Insbesondere die Religionsfreiheit steht unter Beschuss. Von Verboten religiöser Kleidung in öffentlichen Ämtern oder auf der Straße bis hin zu Initiativen zur Grundrechtsverwirkung oder gar für ein gänzliches Islamverbot. Es geht natürlich auch eine Nummer kleiner, wenn das Bundesamt etwa systematisch die Handys von Asylsuchenden ausliest, wird es nicht lang dauern, bis auch diese Praxis auf andere übertragen werden soll. Was bei den Flüchtlingen anfängt, greift rasch über auf andere marginalisierte Bevölkerungsgruppen ohne Lobby. Und wo Grund- und Menschenrechte bereichsweise unter Politikvorbehalt gestellt werden sollen, Entschuldigung, wie gerade in Österreich gefordert worden ist, sind sie bald insgesamt nichts mehr wert. Der Umgang mit dem Außen lässt das Innen nicht unberührt. Wer bereit ist, menschenrechtliche Standards für eine Gruppe aufzugeben, schwächt sie in ihrer Gesamtheit. Wie können jetzt die Menschenrechte gegenüber diesen Entwicklungen verteidigt und wieder gestärkt werden? Welche Lösungsansätze sind zu beobachten? Welche Gelingensbedingungen können formuliert werden? Dem möchte ich mich in meinem letzten Teil zuwenden. Und ich denke, bemerkenswert ist es zunächst, welcher Gegendruck sich in der Zivilgesellschaft formiert hat, gerade im Kontrast zu den 1990er Jahren, wer sich daran noch erinnert. Zuletzt sichtbar auf riesigen Demonstrationen für eine Seebrücke oder gegen Spaltung und Entrechtung. Aber es wird eben auch nicht nur geredet. Unübersehbar gibt es eine Vielzahl konkreter Initiativen gegen Isolation und Entrechtung. Längst sind die Kleiderspenden abgelöst worden durch den direkten Kontakt, ehrenamtliche Sprachkurse, Nachhilfeangebote, Rechtsberatung, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Bürgschaften für den Familiennachzug.
Und Kirchen, Schulen, Betriebe wirken oft mit mitreißendem Engagement an der Integration mit, schützen vor Abschiebung. Freilich ist zivilgesellschaftliches Engagement kein Ersatz für staatliches Handeln, schon weil kein Anspruch darauf besteht. Aufmerksamkeit ist immer kontingent. Dennoch, denke ich, erfüllt dieses Engagement, diese direkte Einbindung, wenn sie auf Augenhöhe stattfindet, eine sehr wichtige Gestaltungsfunktion von Migration und Integration. Auch die Städte und Kommunen, auch das haben Sie schon angesprochen, zeigen Einsatz über das rechtlich Gebotene hinaus als neue Akteure für die Menschenrechte. In europaweiten solidarischen Netzwerken bieten sie an, die europäischen Nachbarn am Mittelmeer zu entlasten. Sie fordern sichere Fluchtwege aus unsicheren Drittstaaten. Andere widersetzen sich als Sanctuary Cities, dem Druck, Geflüchtete in unsichere Herkunftsstaaten abzuschieben, erwägen ein Recht auf Stadt als Zugang zu essentiellen Leistungen auch für Undokumentierte. Auf EU-Ebene scheint dagegen eher Stillstand zu herrschen, jedenfalls im Rat. Wir wissen alle, dass ein unfaires, unsolidarisches Dublin-System Anreize für Menschenrechtsverletzungen setzt, doch es passiert nichts. Aber es lohnt sich sicherlich, genauer hinzusehen, denn das Parlament kann durchaus anders ticken. Das zeigte erst kürzlich seine Forderung nach humanitären Visa. Und umso wichtiger wird es sicherlich sein, bei den Wahlen im Mai die pluralistisch offenen Kräfte im Europäischen Parlament zu stärken. Auch die europäischen Gerichte, hier abgebildet der EGMR, haben wichtigen Gegendruck ausgeübt. Hierzu gehören der menschenrechtliche Ausweisungsschutz, ich habe es schon erwähnt, ebenso wie der Diskriminierungsschutz, das Recht auf Familiennachzug und eben ganz zentral die Menschenrechtsbindung auch an der Grenze, selbst auf hoher See und selbst unter hohen Belastungen für den Staat. Die rechtlichen Strategien zur Schwächung des Menschenrechtsschutzes lassen sich insofern durchaus als direkte Reaktion auf diese Rechtsprechung lesen. Der Kampf um das Recht geht immer weiter. Allerdings bleiben den Mitgliedstaaten im Rahmen der EMRK vielfach auch große Spielräume, insbesondere beim Schutz religiöser Minderheiten. Auch zur administrativen Haft zum Beispiel hat die EMRK vergleichsweise wenig zu sagen. Und die zunehmende Feindseligkeit einiger Mitgliedstaaten gegenüber den rechtsstaatlichen und menschenrechtlichen Standards setzt die Gerichte unter Druck. Es ist noch nicht ausgemacht, ob sie hierauf mit Strenge reagieren werden oder mit Nachgiebigkeit. Die knappe Mehrheitsentscheidung in der Rechtssache MA gegen Litauen vom Dezember lässt erahnen, welche Kämpfe derzeit hinter den Straßburger Kulissen ausgetragen werden. Entsprechend kraftvoll hat Richter Pinto de Albuquerque die bisherige Rechtsprechung noch einmal in seinem zustimmenden Sondervotum präsentiert. Ein Gradmesser, dies lässt das Sondervotum klar erkennen, wird die Entscheidung in der Sache ND und NT gegen Spanien sein. Hier muss der EGMR über heiße Abschiebungen durch die spanischen Grenzzäune nach Marokko entscheiden. Weicht die Große Kammer, die bereits mündlich verhandelt hat, von der ersten Instanz ab, droht eine Sphäre der Rechtslosigkeit zu entstehen, ein rechtliches Vakuum, wie es Pinto formuliert. Denn nur wer überhaupt die Möglichkeit hat, ein rechtliches Begehr zu formulieren, kann auf Verfahrensrechte zurückgreifen. Wer keine Chance erhält, Gründe gegen die Abschiebung geltend zu machen, für den ist das Refoulementverbot nicht das Papier wert, auf dem es steht. Umso wichtiger scheint es, dass die Rechte von MigrantInnen zunehmend auf globaler Ebene in den Fokus genommen werden. UN-SonderberichterstatterInnen ebenso wie Menschenrechtsausschüsse haben deutliche Worte gefunden, um Praxen der Exklusion und Entrechtung zu brandmarken, auch mit konkretem Bezug auf Europa. Und hier besteht auch weiteres Verrechtlichungspotenzial im Kampf ums Recht, in Form etwa des Menschenrechts auf Ausreise, an das ja auch die Transitstaaten außerhalb der Geltung der EMRK gebunden sind. Ihre Pullbacks werden auf UN-Ebene durchaus genau beobachtet und hier dürfte auch strategische Prozessführung zu erwarten sein. Aber die bemerkenswerte Entwicklung auf internationaler Ebene waren sicher die New Yorker Erklärung von 2016 und die kürzlich verabschiedeten globalen Pakte für Migration und für Flüchtlinge. Klar, verbindliche Standards setzen sie nicht. Und die verzerrte Debatte um ein vermeintliches Recht auf Migration hat so viel Raum eingenommen, dass eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten der Pakte aus Sicht der Rechte der MigrantInnen kaum stattgefunden hat. Der Global Compact for Refugees setzt auf alte Strategien und hergebrachte Definitionen. Neue Lösungen für zeitgenössische Herausforderungen bietet er nicht. Ob beispielsweise der Global Compact for Migration die Gefahr des Braindrains ernst genug nimmt, oder wie die Bekämpfung von Migrationsursachen gestärkt werden müsste, all dies wird noch zu diskutieren sein.
Doch das Wichtigste an den Pakten, verstehen Sie mich nicht falsch, sind wohl weniger die konkreten Inhalte als der Umstand, dass es sie überhaupt gibt. Und dass mit ihnen zumindest keine Rückschritte verbunden sind. Denn die Pakte bekräftigen die Geltung der Menschenrechte auch für MigrantInnen, wo dies nicht mehr selbstverständlich ist. Und sie sind ein erster Schritt bei der Suche nach gemeinsamen, nach Möglichkeit solidarischen Ansätzen und Lösungen für globale Phänomene und Probleme. Damit komme ich zum Schluss. Menschenrechte entfalten erst dann Kraft, wenn sie als geltendes Recht auch durchsetzbar sind. Gerade auch gegen politische Konjunkturen. Wenn es darauf ankommt, gewährt eine bloße Idee noch keinen Schutz. Doch die Bedeutung der Menschenrechte erschöpft sich nicht in ihrer rechtlichen Wirkung. Sie haben auch eine wichtige diskursive Funktion. Wo politisch diskutiert wird, markiert eine Berufung auf die Menschenrechte die Grenzen des politisch Verfügbaren. Sie betont die Inklusion, sie betont die Gleichheit der Subjekte und setzt auf Verhandlung von zunächst gleichwertig gedachten Interessen. Es hat mich auch beeindruckt, wie präsent die Menschenrechte und auch das Grundgesetz zum Beispiel auf der Unteilbar-Demo waren. Auch in Polen wird ja die Verfassung auf Demonstrationen verteidigt. Aber diese Anrufung der Menschenrechte funktioniert vor allem dann, wenn die Menschenrechte nicht nur formelhaft hochgehalten werden, sondern als grundlegender Standard begreifbar werden. Warum und inwiefern politisch wünschbare Praxen nicht mit den Menschenrechten vereinbar sind, muss konkret und verständlich erklärt werden. Hier sehe ich auch eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft. Überzeugen können die Menschenrechte vor allem dann, wenn deutlich wird, welche Standards wir insgesamt aufgeben, wenn wir beginnen, grundlegende Garantien für Einzelne in Frage zu stellen. Wenn die Bedeutung rechtsstaatlicher Verfahren für unsere Existenz als verfasste Gemeinschaften greifbar wird, wird vielleicht verständlicher, warum sie niemals aufgegeben werden dürfen. Auch nicht an der Grenze. Denn rechtsfreie Räume sind ansteckend. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Barkert, auch Ihnen für die wirklich hervorragende Bestandsaufnahme und Analyse der Bedeutung bzw. eher der zunehmenden Bedeutungslosigkeit der Menschenrechte in der Migrationspolitik sowie die zugrunde liegenden Schritten darin in diese Richtung, die eigentlich auch leider eher in dem von Herrn Bielefeld bereits konstatierten Eindruck einer Politik der Engherzigkeit bestätigt. Gleichzeitig haben Sie auch konkrete Optionen oder Ansatzpunkte aufgezeigt, wie eben zu einer Stärkung, erneuten Stärkung der Menschenrechte beigetragen werden kann. Und da das ja sozusagen auch ein Ziel unserer Tagung ist, würde ich jetzt gerne in dem Zusammenhang an Sie beide eine Frage richten und dann würde ich wieder für die Diskussion öffnen. Also ein Punkt, der ja in beiden Vorträgen auch schon angeklungen ist, ist sozusagen der Verdeutlichungsauftrag, der Kern der Menschenrechte, der letztlich nochmal mit einfacheren Mitteln kommuniziert werden soll. Herr Bielefeld, Sie haben gesagt, die große Botschaft darf eben im Kleingedruckten nicht untergehen. Sie hatten das auch schon in einem Interview im ZDF im Dezember mal gesagt, wo Sie auch nochmal gesagt haben, dass ja in den vergangenen Jahren die Menschenrechtsrhetorik sehr von juristischen Details überwuchert gewesen seien. Und in diesem Zusammenhang hätte ich zwei Fragen an Sie, was jetzt diese Verdeutlichungsleistung der Menschenrechte anbelangt. Auf welchen Ebenen bzw. mit Blick auf welche Adressatinnen würden Sie diesen Auftrag, letztlich diesen Kern der Menschenrechte deutlicher zu kommunizieren, primär verorten? Und sind vielleicht eben unterschiedliche Strategien der Ansprache für unterschiedliche Gruppen erforderlich? Und die zweite Frage in diesem Zusammenhang an Sie,
ich meine, mit Hinblick jetzt auch auf unser juristisches Publikum, die Rolle von JuristInnen besteht ja oft darin, quasi eben diese juristischen Details herausarbeiten und in diesem sozusagen einfach auch die Frage an Sie aus Ihrer Sicht, wie können denn JuristInnen sozusagen in ihrer täglichen Arbeit auch den Kern der Menschenrechte einfacher kommunizieren? Und an Sie, Frau Markert, Sie haben ja bereits den UN-Migrationspakt erwähnt. Letztlich, dass es auch einfach gut ist, dass er existiert sozusagen und aber auch letztlich einen Ansatzpunkt bieten kann, sozusagen gemeinsame weitere Ansatzpunkte zu identifizieren. Also in diesem Zusammenhang einfach nochmal auch die Frage an Sie, wie würden Sie grundsätzlich dieses dem Pakt innewohnende Potenzial zur Stärkung der menschenrechtlichen Agenda in der Migrationspolitik beurteilen und fallen Ihnen konkrete Maßnahmen ein, wie man quasi sozusagen den Migrationspakt weiter mit Leben erfüllen kann, dass er eben auch über diese reine Existenz hinaus sozusagen auch in konkrete Substanz überführt wird. Möchten Sie an? Ja, gut, fange ich mal an. Okay, das war jetzt eine sehr weit gestellte Frage. Ich will drei Punkte nennen. Und zwar das eine, ich glaube, gerade angesichts einer neuen Welle von Menschenrechtskritik, die oft darauf hinausläuft, den Menschenrechten Hybris vorzuwerfen. Hybris. Möchte ich stark machen, Menschenrechte sind ein Ausdruck von Bescheidenheit. Und zwar, Menschenrechtspolitik ist eine Politik des Hinhörens. Menschenrechtsarbeit ist eine Politik des Hinhörens vor allem. Wir brauchen auch Standards, ne? Aber es geht nicht darum, Standards zu predigen, sondern Geschichten zu hören. Also ich war ja für die UNO jetzt jahrelang wirklich unterwegs, dann auch in den Dörfern, und habe mit Opfern, mit Überlebenden von Massakern in Indien gesprochen, mit Familien, deren Kinder entführt worden sind und zwangsverheiratet sind von islamistischen Organisationen in Bangladesch, Menschen, die 30 Jahre im Gefängnis in Isolationshaft in Vietnam waren und so weiter. Also es ist eine Menschenrechtsarbeit ist eine Arbeit des Hinhörens vor allem. Hinhören. Und nicht des Predigens, irgendein Way of Life, der da gepredigt wird. Ja? Und ich glaube, auch für die Menschenrechtsbildung brauchen wir sehr viel mehr Narration. Es gibt manchmal Bildungsprojekte, so nach dem Motto, du kennst deine Rechte, dann weißt du Bescheid. Also ich meine, irgendwelche Rechte zu kennen, was soll das denn? Rechte kennen, das wären rechte Tools. Nein, ich glaube, wir müssen begreifen, die rechtlichen Standards sind sozusagen eine kondensierte Antwort, ne? Eine kondensierte Antwort auf Erfahrungen. Und die Erfahrungen müssen wir zur Sprache bringen. Also Menschenrechtsarbeit fängt daher beim Hinhören an, beim Lernen wollen, beim Verstehen wollen, nicht im Belehrungsgestus. Und natürlich das Hinhören schafft dann auch das Mandat zur Einmischung. Also Menschenrechtsarbeit ist immer auch Einmischung. Ne? Aber gerade aus dem Hören kommt das Mandat, dann zu sprechen für diejenigen, deren Stimmen erstickt werden. Also die in einer Situation der Einschüchterung, systematische Einschüchterung, sich schwer tun zu reden, die dann sich lieber irgendwo im Ausland treffen und einem Dinge ins Ohr flüstern, dass man dann sozusagen Resonanzböden organisiert. Und für die Organisation von Resonanzböden braucht es dann auch die juristische Expertise. Da brauchen wir sozusagen Normen, die dieses Institution Building auch anleiten. Da brauchen wir auch die Präzision, auch die Fachexpertise. Aber die hat ihre unverzichtbare Rolle zu spielen. Aber ich glaube, um für Menschenrechte zu werben, müssen wir tatsächlich ganz viele Narrationen auch stark machen. Nicht nur die altbekannten, immer wieder neue. Und das sind auch nicht Narrationen aus exotischen Gegenden oder entfernten Zeiten. Also Geschichten aus Altenheimen, Kinder, die geprügelt worden sind. Milieudruck manchmal, Lesben und Schwule, die auf den Schulhöfen verspottet werden. Das Outing ist ja für viele immer noch ein ganz entsetzlich schmerzlicher Prozess. Ja. Also solche Geschichten zu hören, sich auf solche Geschichten einzulassen, ist für mich der Schlüssel schlechthin. Und die Normen
sind ein Versuch, die Antwort sozusagen zu organisieren. Dass man nicht nur spontan antwortet, nicht nur mit Sympathie antwortet, sondern politisch antwortet und dann eben auch Infrastruktur aufbaut, die tatsächlich für Narrationen Resonanz geben kann. Dafür ist juristisches Wissen zum Beispiel unerlässlich, aber es bleibt sozusagen zurückgebunden an diese Aufgabe. Und normativ ist auch der Kern der Menschen, ich habe es eben mal gesagt, ganz einfach, also nämlich aus dem Hinhören, der Respekt ist drin. Respekt ist das Wort, Respekt. Ne, und dann, wenn man ein bisschen mehr geht, sagen wir, gleiche Würde, Respekt vor der Würde alle. Und Respekt vor der Würde heißt, den Menschen als Subjekt ernst nehmen, deshalb Freiheit. Und wenn man noch ein bisschen ausführlicher wird, dann zitiert man Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Satz 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Ne, steht auf allen Amnesty-Broschüren drauf. Das ist dann schon ein bisschen ausführlicher. Und wenn man noch ausführlicher werden muss, irgendwann muss man General Commons lesen und EGMR-Urteile. Ne? Das hat ja alles seinen Sinn, aber nicht losgelöst von den Narrationen. Frau Markert? Ja, da würde ich natürlich gerne anschließen, aber ich beschränke mich auf meine Frage. Ich bin sehr einverstanden. wenn ich den einen Satz ergänzen darf. Ich glaube, dass ein, sage ich mal, affektives Verhältnis zu den Menschenrechten, zu den Grundrechten im Moment extrem wichtig ist. Und die lassen sich über solche erzählenden Erklärungen herstellen. Dass der Umstand, dass die Unrechtserfahrung, dieses Ich werde nicht gesehen, als rechtlicher Claim reformuliert werden kann, gibt Handlungsperspektiven, die über das bloße Unzufriedensein und sich abschirmen oder sozusagen sich zurückziehen hinausgehen. Und das ist, glaube ich, dieses emanzipatorische Potenzial der Menschenrechte, was immer auf eine Verhandlung, eine Auseinandersetzung hinzielt. Und das ist, glaube ich, das produktive Moment, was durch dieses Erklären mobilisiert werden kann, was vielleicht auch diese Verhärtung, die diskursive Verhärtung aufbrechen kann, wenn man sich darauf einlässt. Was die Pakte angeht, das sind natürlich erstmal zwischenstaatliche Pakte und da denke ich, ist wahrscheinlich das Wesentliche, dass die Staaten das als Auftakt zu einem weiteren Prozess begreifen, indem sie im Kontakt bleiben, im Austausch bleiben und es ist eben endlich mal ein Forum, wo Staaten aus allen Phasen der Migration an einem Tisch sitzen und gemeinsame Standards aufbauen und sicherlich viele von den Standards halten wir bereits ein. Oder halten wir zu einem deutlich höheren Maße ein, als es in anderen Staaten möglich ist. Das heißt, da geht es sicherlich auch darum, den Druck für Menschen, Länder verlassen zu müssen, dadurch rauszunehmen, dass man sich an gemeinsame Standards hält. Aber ich denke, eine Erfolgsbedingung wird es sein, dass die Staaten, die vielleicht viel bereits umgesetzt haben oder jedenfalls, wo es nur noch Implementierungsprobleme gibt, dass die sich nicht darauf zurückziehen und sagen, jetzt macht ihr mal, wir haben das ja alles schon, sondern dass ein Geben und Nehmen hier entsteht, also dass beide Seiten sich tatsächlich an diesem Prozess beteiligen und das, was Sie, Herr Bielefeld, als dieses Vertrauen in der Hoffnung, dass die andere Seite dann auch vertraut beschrieben hat, ist, glaube ich, etwas, was sich vielleicht für diesen Prozess der Implementierung dieser oder der Fortentwicklung dieser Pakte beschreiben lässt. Die Staaten werden sich aber auf diesen Prozess nur weiter einlassen, wenn sie das Gefühl haben, die anderen machen auch mit. Mhm. Und das wird sicherlich für den globalen Flüchtlingspakt genauso gelten wie für den Pakt für Migration. Wenn keine solidarischen Mechanismen entwickelt werden, dann ist das Ding tot. Und das heißt, dieser Prozess kann nur, oder diese Pakte können nur dann mit Leben erfüllt sein, wenn sie als Prozess weitergehen. Mhm. Dankeschön. Wir würden dann noch ein paar Fragen annehmen und sammeln. Wer möchte? Ja? Also ich möchte ein bisschen Salz einstreuen. Also mir erschien das heute, diese beiden Vorträge und was dahinter stand. Für mich persönlich, ich stehe seit 20 Jahren in der Praxis und bin seit vielleicht... Kann man es hören? Yes. Ja. Also es war für mich unerträglich, weil es außerhalb der Realität steht, mit der ich seit 50 Jahren arbeite, zunächst in der Studentenbewegung und seit 30 Jahren auch bei der intensiven Vertretung von Migranten und Flüchtlingen. Wenn wir uns überlegen,
dass in Österreich, in Frankreich, ja, 47% rechts gewählt haben, 47% gegen Menschenrechte, gegen großzügiges Flüchtlingsrecht sind, dann kann man hier nicht so abstrakt über Menschenrechte diskutieren. Mir fehlt jegliche Form von Selbstkritik. Wir profitieren von ungerechten Beziehungen mit der Dritten Welt. Wir profitieren vom Rüstungsexport. Jede Handybenutzung, die wir haben, ist mit verbunden mit dem Leid von Kindern im Kongo. Das heißt, das ist das eine. Wir haben eine Situation, wo wir alle daran beteiligt sind. Und das kam für mich hier nicht zur Sprache. Solange es Staaten gibt, gibt es Grenzen. Solange es Staaten gibt, gibt es immer eine Diskrepanz zwischen Menschenrechten, die unbestritten sind, und der konkreten Politik, die zu ständigen Verletzungen von Menschenrechten führt. Das ist also der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich kritisiere: Man kann nicht abstrakt über Menschenrechte reden, sondern man muss die Politik konkret ändern, die zur ständigen Verletzung von Menschenrechten führt. Und ein weiterer Punkt: Es gibt die Menschenrechte, aber es gibt auch das Demokratieprinzip. Das heißt, diese Diskussion, die wir jetzt da geführt haben oder die Sie in Ihren Vorträgen dargestellt haben, geht darüber hinweg über das Zitat, was Sie von Hannah Arendt gebracht haben, dass die Menschenrechte voraussetzen, dass es einen organisierten Staat gibt, dass es ein Vertrauen in die Institutionen gibt. Aber wenn ein Teil unserer Bevölkerung, also der intellektuelle Teil der Bevölkerung, quasi einen allgemeinen Eindruck erweckt, als gäbe es ein allgemeines Einwanderungsrecht aus den Menschenrechten heraus, und dann vergisst, dass wir Parlamente haben und das demokratisch entschieden werden muss. Das ist meines Erachtens skandalös, und das führt dazu, dass die Rechten immer stärker werden. Und wenn man sich dann für die konkreten Dinge einsetzt, der Klaus Barwick hat in der letzten Tagung ausgeführt, was in den letzten 30 Jahren erreicht wurde. Ich nehme nur ein Beispiel. Okay. Ja. Ich denke, dass wir auch stolz sein können über das, was wir geleistet haben, und nicht von Engherzigkeit reden. Vor allen Dingen nur ein Punkt hier noch. Ja. Diese Abschiebungsverbote, etwa wenn Leute krank sind. Ja. Darauf können wir stolz sein, dass wir solche Dinge erreicht haben. Und diese Dinge, die wir erreicht haben, werden in Frage gestellt, wenn man diese das Demokratieprinzip, so wie ich es ausgeführt habe, übersieht. Vielen Dank. Wir hatten eine Frage hier. Dankeschön. Ich heiße Potisch Anlag und ich komme aus einer liberaler EU-Staat, und ich werde Englisch sprechen, wenn Sie es mich erlauben. My question goes to Professor Bielefeld, and it will take the form of a hypothesis. Looking into your valid argument about the lack of trust as a cause of our troubles, the hypothesis is that the lack of trust has different sources in the post-Soviet world and in some capitalist worlds. And the question is, do you agree with that? The hypothesis would say that in the post-Soviet world, Russia, Hungary, etc., Bulgaria, the lack of trust is because in the socialist times, obviously nobody trusted the state because it was full of lies, it was just propaganda. But there was the hope in 1989, that the state would be regained for democratic purposes, and what we see now is that it is again in the hand of an elite which is branchedly corrupt. So basically the same privileges what were there in the socialist times are reproduced now. So that's why the lack of trust reawakened in the post-socialist world. That would not apply to capitalist democratic countries, Netherlands, the Benelux states, Austria. So isn't it true that there, the source of the lack of trust is different than in Central and Eastern Europe? And here the source of the trust is that some segments of the society, the poorer segments of the society,
were not included into the enrichment of the whole society. So the gap between the rich and the poor has increased dramatically. And therefore, they lost their trust in the elite, and that's where populism comes from. But these are two different explanations. So would you agree that your theory could be moved into that direction? Yes. Ich glaube, es war ja immer üblich zu sagen, wer man ist. Wenn man einen Wortbeitrag bringt, Stefan Kessler, Flüchtlingsdienst der Jesuiten. Ich will nochmal auf den ersten Plenumsbeitrag reagieren. Ich glaube, Sie waren jetzt ein wenig unfair zu den Vortragenden. In 30 Minuten Vortrag, und die Diskussionsleiterin hat ja sehr auf die Einhaltung der Zeitvorgabe geachtet, in 30 Minuten Vortrag die ganzen Zusammenhänge mit anderen Politikbereichen darzustellen, ist eine Herausforderung, die kein Mensch und vor allen Dingen auch kein Professor leisten kann. So. Das ist Friendly Fire, was du ja lieferst, Stefan. Das war der zweites Argument. Sie haben gerade den Eindruck erweckt, die Existenz staatlicher Grenzen stünde einer weltweiten Geltung der Menschenrechte entgegen. Ich würde, wenn Sie diesen Eindruck tatsächlich erweckt haben wollten, nochmal bitten, diese Überlegung zu überdenken. Die Existenz von Grenzen kann auch dem menschenrechtlichen Schutz durchaus dienlich sein. Wir haben dann kritisiert, es gäbe gleichsam ein überschießendes Ausmaß im menschenrechtlichen Diskurs, wenn etwa ein Menschenrecht auf Einwanderung postuliert werde. Nun ist, glaube ich, gerade deutlich geworden an den beiden Vorträgen, dass der Bestand von Menschenrechten nicht auf ewig in Stein geschrieben ist, sondern ständig auch einer Fortentwicklung unterliegt. Mit nicht einer Fortentwicklung zurück, sondern einer Fortentwicklung vorwärts. Das Datenschutzrecht werden Sie in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ebenso wenig finden wie im Grundgesetz. Es ist aber aufgrund der Herausforderungen der Gegenwart durchaus sinnvollerweise entwickelt worden. Vielleicht sollte man eine Bemerkung. Wir haben das Demokratieprinzip im Gegensatz zu den Menschenrechten gesetzt. Mit Verlaub, ich kann es nicht mehr hören. Demokratie hat eine Grenze, nämlich da, wo eine vermeintliche Mehrheit sich über die Rechte oder die Verfügbarkeit der Rechte einzelner Menschen sich anmaßt. Da hört Demokratie tatsächlich in diesem platten Sinne auf. Is it okay that I might pose my question in English? Who is talking? Is it my turn? I'm not sure whether it's my turn. I'm sorry. Okay. Yeah. Okay. My question is for Nora Markad. You were discussing the strategies on disconnecting the link between an individual and a state by making people stateless. So as to create an arrest-fire atmosphere. Would you say that the current trend to making people illegal by creating burdens to identify themselves, to creating burdens to showing who their family members are, is it not a bit the same as making people stateless? Because it also has the effect of disconnecting the link between an individual and the territory in which he is residing based on proof of who he is. Isn't it just the same as statelessness?
So, wir haben jetzt noch zwei Fragestellerinnen auf der Rednerliste. Einmal da hinten und Herr Gutmann. Und dann wird man die Fragerunde schließen. Genau. Auch ich will ein bisschen Salz streuen. Gibt es, so meine Frage, einen Unterschied zwischen struktureller Ungleichheit in der Verfügung über Ressourcen, Lebenschancen und Entfaltungsmöglichkeiten und Menschenrechtsverletzungen? Bedeutet jede Verletzung irgendwelcher Rechte auch eine Menschenrechtsverletzung? Wenn nein, wer definiert den Übergang? Nach welchen Standards? Sind die absolut im Zeitverlauf oder dynamisch? Wer bestimmt die Dynamik der Zuerkennung weiterer Menschenrechtsausprägungen? In welchen Verfahren? Welche Rolle spielt hierbei Politik? Ja, Rolf Gutmann, Informationsbegriff Ausländerrecht. Menschenrechte. Was sind Menschenrechte? Hat doch vor einigen Jahren mal der Menschenrechtsgerichtshof entschieden, dass die Feuerwehrabgabe menschenrechtswidrig sei. Also, ich glaube nicht, dass er heute nochmal so eine unwichtige Frage entscheiden würde. Es scheint aber doch, wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass das, was wir da als Menschenrechte definieren, etwas Definiertes ist. Und deshalb, wie alles Definierte, natürlich von unserem Vorverständnis abhängt. Insoweit wird, wenn wir das weltweit dann wieder anwenden wollen, haben wir vielleicht etwas zu tun auch mit Kulturimperialismus. Mal als Frage. Das andere, was mir bei der Diskussion gerade eben in den Kopf gekommen ist, wir Staaten haben Grenzen und wir erleben, dass dann, wenn die Grenzen verändert werden sollen, zum Beispiel in Sezessionskriegen wie im frühen Jugoslawien oder beim Zerfall der Sowjetunion, dann kommen Menschen zu Schaden. Dann werden Menschen umgebracht, werden Menschen gefoltert, dann gibt es ein großes Unglück für viele Menschen. Und von da aus schützt die Entstehung neuer Staaten Menschen nicht. Also es ist alles ziemlich relativ. Einschließlich der Frage, wie lange die Menschheit existieren wird. Und wenn das Ende kommt, wird es kein schönes Ende sein und dann werden wir uns über Menschenrechte vielleicht auch nicht so sehr unterhalten können. Ja, wer von Ihnen möchte zuerst antworten? Wollen Sie mal? Oder soll ich? Sagen Sie mir was. Ja, das war jetzt ein bunter Strauß an sehr unterschiedlichen Beiträgen. vielleicht zunächst die Kritik, dass nicht zur Sprache gekommen sei, dass wir natürlich auch von Ungerechtigkeiten in der Welt profitieren und dass Menschenrechtsverletzungen etwas sind, von dem zum Beispiel unsere Unternehmen profitieren, wenn man zum Beispiel an die Ausbeutung von Edelmetallen oder was weiß ich denkt, die in Handys verbaut werden oder so. Ich bin sofort auf Ihrer Seite. Es ist ein Aspekt, da er für die direkte Menschenrechtsbindung schwierig ist, dann hätte ich das ganze Thema Business and Human Rights aufmachen müssen zum Beispiel. Hätte, glaube ich, den heutigen Vortrag etwas überlastet. Ich stimme Ihnen da aber in der Sache zu. Das Verhältnis Menschenrechte und Demokratieprinzip hat meines Erachtens Herr Kessler ausgezeichnet auf den Punkt gebracht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit, Struktur in diesen Teil Ihres Beitrags zu bringen, weil mir nicht ganz klar ist, ob sich auf das bezieht, was einer von uns gesagt hat, weil ein Menschenrecht auf Einwanderung hat, glaube ich, hier heute keiner gefordert oder behauptet. Und insofern, ja, ist es vielleicht produktiver, sich dann mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sie Herr Berlet gestellt hat, nämlich, wo ist eigentlich die Grenze zwischen einer Ungerechtigkeit oder einer Rechtsverletzung, einer ganz normalen und einer Menschenrechtsverletzung, wann kippt das sozusagen in das Unverfügbare, also das, was politisch nicht mehr anders gelöst werden darf, weil dann die Menschenrechte verletzt wären.
nicht jede Ungerechtigkeit, die ich als Ungerechtigkeit empfinden würde oder die ich moralisch für problematisch halte, ist gleichzeitig eine Menschenrechtsverletzung. Das ist, glaube ich, banal, das auszusprechen. Also nur so machen die Menschenrechte Sinn, wenn sie eine Grenze für bestimmte Situationen sind. Trotzdem entwickeln sie sich natürlich weiter, sonst wären sie schon relativ schnell unbrauchbar geworden, wenn sie nur auf dem Stand von 1948 oder 1966 geblieben wären. Und das Beispiel Datenschutz ist sicherlich kein schlecht gewähltes. Wer definiert das? Gut, das könnte ich jetzt auch ausführlicher diskutieren. Ich habe den Begriff Kampf ums Recht gebraucht. Das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, an dem eine Vielzahl von Akteuren beteiligt sind. Staaten beteiligt sind, Individuen, die vor Gericht ziehen, die eine Rechtsauffassung vor Gericht vortragen und für sie streiten und versuchen, einen rechtlichen, juristischen Überzeugungsprozess anzustrengen. Menschen, die auf die Straße gehen und sich gegen Ungerechtigkeit wenden und dadurch die Menschenrechte anrufen. Gremien, in denen über neue Formulierungen ausgehandelt wird, General Comments, was weiß ich. Staaten, die gegeneinander protestieren, wenn sie so oder so handeln oder es eben nicht tun. Also das sind ja sehr komplexe Prozesse, die, glaube ich, uns auch bekannt sind. Insofern ist es eine Dynamik, ist es ein Verfahren, das immer vorläufige Ergebnisse nur erzeugt und immer weiter verhandelt werden muss. Und wir sind gerade in einer neuen Phase, glaube ich, dieser Aushandlung, einer, die möglicherweise in eine Richtung Regression geht. Und mir ist das nicht lieb. Und ich möchte die Menschenrechte demgegenüber stärken und festigen. Und ich denke, dass wir an einigen Stellen auch noch eine normative Weiterentwicklung brauchen können. Aber mir ist auch bewusst, dass die vielleicht noch nicht erreicht ist und dass ich noch dafür streiten muss. Ja, vielleicht so viel dazu. Okay. Yeah. First of all, thank you very much for your suggestion to differentiate also between different experiences, East and West, when it comes to understanding loss of trust. I think that's a quite helpful suggestion. Thank you very much. Okay, drei Dinge würde ich gerne aufgreifen. Menschenrechte entwickeln sich, klar, entwickeln sich, also muss man nur mal schauen, allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor 70 Jahren und heute, da hat sich viel getan. Einmal in Antwort auf neue Herausforderungen, zum Beispiel auch neue technologische Herausforderungen, das ganze Thema elektronische Datenverarbeitung, Fragen der Genetik, werfen natürlich, sagen wir mal, auch neue Probleme auf die man antworten muss. Hinzu kommen dann aber auch Sensibilisierungsprozesse, soziale Lernprozesse, Sensibilisierung auch für Ungerechtigkeiten weltweit, Ausgrenzungserfahrungen von Lesben und Schwulen, Menschen mit Behinderungen, ein neues Thema, was, glaube ich, in unserer Debatte kommt, Menschenrechte und Demenz, das sind wir noch gar nicht. Es gibt nur ein Buch, das ich da kenne, Demenz, wie man da menschenrechtlich umgeht. Also neue faktische Herausforderungen, aber auch soziale Sensibilisierungsbewegungen. Insofern entwickelt sich das. Aber ich würde eben daran festhalten, bei aller Prozesshaftigkeit, und es gibt niemanden, der das abschließend definiert, sich genauso wie Sie, Frau Markert, wir haben natürlich einen unverhandelbaren Kern. Gleiche Würde, gleiche Freiheit. Also ich glaube, in der Semantik der Menschenrechte steckt drin, Menschenrechte sind unveräußerlich. Das heißt nicht, dass sie dem Wandel entzogen sind, aber es gibt einen Kern von Unbeliebigkeit. Den jetzt genau zu formulieren, ist auch wieder schwierig. Also der ist ja kein Tabu. Der ist nicht jenseits des kritischen Nachdenkens. Aber trotzdem, also dann, wenn wir über Folter reden, reden wir nicht über irgendwas. Da reden wir dann tatsächlich über die Grenzen und über das, was nicht mehr verhandelt werden kann. Auch das, was nicht verhandelbar ist, kann zur Sprache gebracht werden. Aber es verlangt dann auch einen bestimmten Modus des Sprechens, auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, die man bei Hart aber fair zum Beispiel vermissen würde über Anne Will. Also das ist dann kein Talkshow-Thema eigentlich. Okay, Menschenrechte entwickeln sich. Das wirft dann die Frage auf, die Sie eben nochmal gestellt haben. Können da nicht auch Elemente von Kulturimperialismus mitschwingen? Antwort, ja. Menschenrechte in welcher Gestalt auch immer sind natürlich auch kontingent und natürlich schwingen damit Vorstellungen mit, auch Vorurteile mit. Wer ist schon jenseits der Vorurteile? Also der Universalismus der Menschenrechte ist ja nicht ein Standort jenseits
von Erfahrungen und Vorurteilen. Und Vorurteile haben die unangenehme Eigenschaft, dass man sich nicht einfach vornehmen kann, ich will sie mal jetzt weglegen, sondern man kann sie sich eigentlich nur von anderen wegnehmen lassen. Und deshalb, ich glaube also, um etwaige kulturimperialistische Implikate der Menschenrechte auszuräumen, braucht es in der Tat das Gespräch, das interkulturelle Gespräch. Ziemlich spät sind zum Beispiel postkoloniale Erfahrungen auch in die Menschenrechte-Debatte reingekommen. Nicht? Also das, sozusagen, das muss aber passieren. Und wir müssen auch die unsere Vorstellung der Geschichte der Menschenrechte ein Stück weit entflechten von einem primär westlichen Narrativ, das dann so ein bisschen simpler herkommt, Magna Carta, made in England, Declaration of Independence, made in USA, ne? Und dann Declaration des Droits de l'Homme, made in France, ne? Aber alle made in Europe. Also ich glaube, das kann man schon dadurch machen, indem man den Fokus eher richtet um das, worum es geht, die Lernerfahrungen, als wo es herkommt. Made in England sollte eigentlich egal sein. Es geht um Erfahrungen der Bekämpfung willkürlicher Herrschaft und so weiter und so fort. Wenn man die Lernerfahrungen stark macht, kann man sie auch offen halten für interkulturelle Übersetzungsprozesse, die dann übrigens auch nicht Einbahn-Übersetzungsprozesse sein sollen. Eine Globalgeschichte der Menschenrechte gibt es noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns in der Tat, wir müssen, wenn die Menschenrechte dauerhaft eine Chance haben wollen, die Entflechtung von diesem westlichen Narrativ leisten, was nicht heißt, das alles in den Orkus zu werfen, aber sehr viel stärker exemplarisch zu sehen. Und auch die westliche Geschichte der Menschenrechte als eine Geschichte mühsamer, konflikthafter Lernprozesse begreifen, nicht als ein kulturelles Erbe, das irgendwie in den Genen des Abendlands schon angeblich gesteckt hat. Das wird auch der Geschichte nicht gerecht. Die ist außerordentlich widersprüchlich. Ja? Und die Widersprüche können dann sozusagen die Brücke, können Öffnungen schaffen. Also eine, im besten Sinne des Wortes, Dekonstruktion, um mehr Raum zu geben. Gut, und Raum heißt Diskurs, und das ist jetzt mein letzter Punkt, da sind wir wieder, wenn Menschenrechte auch immer den Diskurs verlangen, im Grunde auch ganz nah bei dem Thema Menschenrechte und Demokratie. Und wie Stefan Kessler auch sagte, das kann man nicht gegeneinander stellen. Also Menschenrechte brauchen den Diskurs. Und Diskurs ist sozusagen das Lebenselixier auch der Demokratie. Menschenrechte brauchen Demokratie. Und das ist ja auch in den Menschenrechtserklärungen selber, steckt das drin. Aber umgekehrt gilt es genauso. Demokratie braucht Menschenrechte. Sonst wird es irgendwann sozusagen der kollektive Wutschrei der Mehrheit, der Gleichmarsch, dann wird die Egalität, Equality mit Sameness vermischt, mit Homogenität, mit Uniformität. Und die Demokratie wird zu einer böswilligen Karikatur ihrer selbst. Leider Gottes ist das keine ganz abstrakte Gefahr. Und ich glaube, also diese Gefahren, die haben wir durchaus angesprochen. Ich glaube, ganz so affirmativ und ganz so abstrakt waren wir beide, glaube ich doch nicht. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal Ihnen beiden für diese wirklich hervorragende Darstellung und Diskussion der großen Trends in Europa, sowohl allgemein als auch mit Blick auf die Migrationspolitik. Ab morgen gehen wir jetzt sozusagen in die einzelnen Fragen, die sich im Kontext unserer Tagung das Thema menschenrechtlichen Oberthema stellen, hinein. Vorher gehen wir jetzt aber zum gemütlichen, informellen Teil des Abends über und treffen uns dann wieder morgen früh um 9 Uhr. Schönen Abend uns allen. So.